So, moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge AKF. Ist das ärgerlich? Ich habe hier gerade schon 12 Minuten gestanden und erzählt und habe vergessen, mein Mikrofon anzumachen. Habe ich aber rechtzeitig gemerkt, bevor ich zu Hause bin. Also nochmal das Ganze. Wir sind hier auf der Gerste mit der Kleden gedrillt am 12. Oktober, 260 Körner pro Quadratmeter. Sorte heißt Dakota von Syngenta, mit Doppel-O geschrieben. Wir haben hier nach Mais, also wir hatten hier Silomais. Früherer Zeitpunkt wäre natürlich nicht möglich gewesen. Wir haben hier im Norden natürlich alles immer später, auch die Ernte des Maises. Wir haben 100 Kilo Kieserit als Unterfußdünger, Schwefel und Magnesium. Finde ich, sieht man den Pflanzen auch ein bisschen an, die sind ein bisschen dunkler. Eine gute Schwefelversorgung sieht immer aus, hat immer eine dunklere Pflanze, weil es immer die N-Aufnahme, die Stickstoffaufnahme begünstigt und auch immer die... Also kommen wir zurück zum Thema. Akku ist auch noch gerade alle geworden von der GoPro. Gerste, 260 Körner auf dem Quadratmeter, Schwefel, Magnesium, N-Aufnahme begünstigt das Ganze. Haben wir auch festgestellt, der Bestand sieht sehr, sehr gut aus, sehr, sehr homogen. Und ich muss sagen, je mehr ich die Bestände sehe mit der Primera und mit der Kleden, desto begeisterter bin ich von dem Ganzen. Wir haben hier, wir erinnern uns, wir haben hier wieder einen gelockerten Bereich, da wo wir die Saat sehen. Und einen nicht gelockerten Bereich, völlig unberührt, ist da, wo wir nicht die Saat sehen. Wir haben hier auf dem Feld den Versuch gehabt, Striptill mit der Kleden. Hier kommen wir gleich zu dem Loch. Als erstes machen wir mal einmal wieder den Spatenstich. Gucken uns einmal den Bestand an. Zack, brechen das raus. Ziemlich krümelig aus. Wir sehen hier weiße Wurzeln, helle Wurzeln. Ist ein Indikator für einen wachsenden Bestand. Das heißt, sobald es nachher warm wird im Frühjahr, müssen wir halt auch zeitig Nährstoffe ranbringen. Der Bestand wächst schon. So, wenn wir uns jetzt die Pflanze hier angucken. Versucht die ein bisschen locker rauszukriegen hier. So sieht die jetzt aus, auch von der Bewurzelung. Würde ich jetzt sagen, ungefähr 15 bis 20 cm Tiefe. Wir haben hier eine Bestockung, die zweite Bestockung. Das heißt, wir haben einen Haupttrieb. Da hier, das ist der Haupttrieb. Und hier haben wir eine Nebenbestockung und die zweite Nebenbestockung. Ja, so eine sehr schöne Pflanze, muss man sagen. Hier unten ein bisschen abgestorben, die Blätter. Ansonsten, Blätter sehen gut aus, sind gesund. Jetzt im Winter haben wir auch entsprechend mit Pilze oder Ähnlichem keine Probleme. Pflanzen sehen wirklich, also ich muss sagen, sehen wirklich gut aus. Auch eine schöne Bestockung. Auch hier sieht man, wir haben hier den Haupttrieb. Da und wir haben schon zwei Bestockungstriebe, also auch sehr, sehr erfreulich das Ganze. Wir haben ja hier im Prinzip, das habe ich im Video gesagt, wir hatten immer hier so die Reihen, wo der Mais war, der liegt in so einem Tal und dann kommt ein Damm und dann liegt er wieder in so einem Tal und da hatten wir so ein bisschen Unterschiede im Feldaufgang, hat sich aber inzwischen komplett verwachsen hier auf den ganzen Bestand. Wenn wir jetzt hier zwischen gucken, hier zwischen war der ungelockerte Bereich. Ja, da haben wir noch wieder einen Stein drinne. Steine haben wir hier genügend. Der sieht jetzt so aus, auch nicht viel anders. Aber wir haben natürlich hier auch entsprechend kleine weiße Wurzeln. Was noch ganz interessant ist, ist immer so die Reihe, wo hier der Mais stand. Wenn man da mal reinguckt, zum einen geht es super weich in den Boden rein, weil die Maiswurzeln dafür sorgen, dass es keine Verdichtung gab oder weniger Verdichtung gab. Hier, ne? Das sorgt alles dafür, dass es das weniger gibt. Und was wir aber meistens sehen, habe ich ein bisschen blöd eingestochen, ist, dass die Gerste in den Wurzeln vom Mais weiter wächst oder an den Wurzeln vom Mais weiter wächst. Vorhin habe ich es richtig schön in der Aufnahme gehabt. Jetzt haben wir es natürlich nicht mehr, ist ja ganz klar, ne? Auf jeden Fall sorgt ja die Wurzel oder die intakte Wurzel dafür, dass der Boden die Struktur behält. Ne, dass das Wasser schön ableiten kann. Auch wir haben jetzt im Winter mega viel Niederschlag gehabt. Also hier regnet das jeden Tag. Hier sieht man übrigens die Saatgutablage. Seht ihr das, wie tief der hier war? Das sind mindestens 5 cm, 6 cm, die der hier so tief lag. Das ist auch das hier, ist so eine kleine Rinne. Können wir hier auch nochmal überprüfen. Wie tief das hier war. Ah, viel flacher ist es nicht. Also auch 3, 4 cm, sehr, sehr tief. 2 bis 3 wollten wir haben. Da sah es schon ein bisschen besser aus. Okay.
Ja, auch so 3 bis 4, scheint alles so auf 4 cm gelegen zu haben. Also im Gesamten wirklich gute entwickelte Gerste. Denke ich mal, sieht im Frühjahr gut aus. Wir haben nach der Saat gewalzt, ungefähr 4 Tage danach. Fläche war nicht befahrbar, war zu nass, zu viel Regen bekommen. Im Gesamten stufe ich die Fläche als befahrbarer ein, als die von der Tigerdrill. Und der Plan ist auch, dass wir hier anfangen mit der Gerstausbringung. Denn wir hatten hier zum einen Strip-Till, da haben wir den letztes Jahr schon wenig bewegt, den Boden. Und jetzt hier auch nochmal mit der Kläden rüber. Und so sieht der Boden auch aus, der ist super fest, der ist kompakt. Sodass wir hier als erstes, glaube ich, rauffahren können und dürften kaum bzw. keine Spuren hinterlassen. Wir haben hier, hatten wir noch einmal Mikronährstoffe im Herbst ausgebracht. Hier sieht man das, wir sind ja Fahrgasse gefahren, wir fahren Control Traffic. Das heißt, jedes Jahr exakt dieselbe Fahrgasse über RTK. Wir drillen aber schräg zur Richtung. Welche Vorteile hat das? Zum einen, dass wir die Fläche ganz bewachsen haben, ist, wir haben in der Fahrgasse, was man so typisch sieht, keine Erosion, auch im Winter nicht, wenn sehr viel Wasser kommt. Man sieht da öfter mal den Boden immer wegschwemmen, genau in der Fahrgasse, weil es so eine kleine Rinne ist. Für Wind gilt dasselbe, für Winderosion, also wir haben eine bessere Fläche, die uns nicht abhaut, ganzjährig bewachsen, durchwurzelte Zone, einfach mehr durchwurzelte Zone für den Boden. Und ja, ursprünglich kommt das Ganze aus dem Maisanbau. Das heißt, hier haben wir deswegen Versuch nicht gemacht. Normalerweise legen wir den Mais in die Aussaatrichtung. Also so, wie wir es jetzt hier gemacht haben. Das ist eigentlich der Standard für unseren Betrieb. Und Fahrgasse ist nachher schräg. Das heißt eigentlich, wir drillen schräg, fahren aber gerade mit der Fahrgasse. Das hat eigentlich den Grund, man kennt das schon beim Rübenanbau, da wird es schon seit Jahren gemacht. Man hat, wenn man schräg zu den Reihen fährt, weniger Fahrverluste. Man fährt einfach weniger kaputt. Und zum anderen haben wir festgestellt, der Häcksler, das Schneidwerk gleitet viel besser über die Reihen, weil wir haben Dämme, unsere EDX macht Dämme. Das heißt, mal läuft eine Kufe vom Reihentaster, vom Höhentaster auf dem Damm, mal unten im Damm. Und dann hast du halt immer einen ungleichmäßigen Schnitt, teilweise sogar so, dass so ein bisschen der Damm weggenommen wird, wenn der sehr hoch ist und die Kufe im Tal läuft. Und wenn wir schräg dazu fahren, dann haben wir mal dieses Hoch und dieses Runter, aber entsprechend ist der Häcksler und man stellt ihn relativ unsensibel ein, dass er diese Wellen nicht arg mitnimmt. Das heißt, wenn er so fährt, merkt er zwar, geht es runter, danach geht es aber wieder hoch, sodass er einfach gerade rüber gleitet. Und so haben wir eigentlich einen sehr, sehr schönen geraden Schritt, also Schnitt. Das heißt also, wir legen schräg und fahren aber immer gerade. Jetzt fragt ihr euch, jetzt sind doch alle Felder schräg gedrillt, das ist ein Riesenaufwand. Die wenigsten Felder bei uns sind quadratisch oder rechteckig. Die meisten haben an sich immer eine Schräge drinne. Und wir nehmen sozusagen immer die Schräge an zum Drillen und die gerade Seite für die Fahrgasse. Und vom Wendemanöver bzw. vom Wenden ist es ja nicht mehr, weil man die Schräge einfach bloß an eine andere Seite ranpackt. Genau, wir haben jetzt hier schon ein bisschen gegraben. Wir hatten noch keine Herbizidmaßnahme, das machen wir jetzt hier im Frühjahr. Und ich habe jetzt hier, habt ihr in der letzten Folge schon mit dem Mais gesehen, ich habe eine Bodensonde dabei. Ich habe jetzt hier schon die ganze Zeit hier, auch schon im Video davor, hier ein bisschen durchgestochen. Wir fangen hier mit einer Reihe mit der Fahrgasse an. Das muss ich, glaube ich, jetzt ist es natürlich schwierig. Mit Akku, mit Powerbank und unterm Arm hier. Das heißt, wir stoßen die ein hier und wir dürfen theoretisch nicht in den gelben Bereich kommen. Da haben wir einen Stein gehabt. So, da gehen wir dran vorbei. Wir sind jetzt ungefähr bei 30 cm. Wir sind jetzt bei so einem Bereich, da fängt bei uns diese Sandschicht an. Die ist ein bisschen fester. Aber im grünen Bereich ist es für die Wurzel gar kein Problem, das Ganze zu durchdringen. So, hier sind wir wieder im selben Bereich. Hier wird es ein bisschen schwerer und dann wird es ganz leicht. Das heißt, so eine kleine Befestigungsbereich dazwischen. So eine kleine Sohle. Ist aber sehr tief, auf 35 cm ungefähr. So, genau, hier ist der Bereich, den wir nicht gelockert haben, der dazwischen ist. Stein. Das ist wirklich schwer, wir brauchen Lisa zum Film. Ne, ihr seht, alles ganz leicht. Immer so ungefähr ab 32 cm, warum, zeige ich euch gleich. Und hier der Bereich in der Reihe. Ja, da fällt der Stab die ersten 15 cm runter. Da haben wir gelockert. Und dann haben wir da einen Stein. So, hier geht es wieder runter und ihr seht wieder, geht es tief, bis ungefähr wieder 32 cm. Jetzt gucken wir uns an, 32 cm, warum eigentlich? Ich habe vorhin schon im anderen Video, was ihr nicht sehen könnt, habe ich gesagt, da fängt bei uns so der Bereich an.
Und habt ihr gesehen, hier so 30 cm kann ich fast mit einer Hand hier reindrücken. Da fängt der Bereich an. Ah, jetzt muss ich das wieder rausgraben. Moment, wir sehen uns gleich wieder. Also, ich habe ja gerade gesagt, Bodenhorizont zu 32, 35 cm ist ganz locker. Gucken wir uns an, warum ist das so? Wir haben hier tatsächlich diese Schicht Mutterboden. So, und hier ab Grenze fängt Sand an. Sand bzw. Lehm. Moment, ich glaube, bist du dich dran? Ne? Ich glaube, das kriege ich nicht, glaube ich, richtig hin auf die Kamera. So sieht man es aber auf jeden Fall. Das heißt, wir haben hier einen sandigen Bereich. Da sieht das Ganze so aus. Und hier oben haben wir ja den Mutterbodenbereich. Da sieht die Erde natürlich so aus. Ne? Dieser Bereich ist eigentlich sehr nährstoffarm. Also da wollen die Pflanzen eigentlich nicht hin und die Wurzeln. Das macht keinen Sinn. Das macht auch keinen Sinn, da irgendwie mit einem tiefen Locker durchzuwühlen. Weil eigentlich ist der relativ weich. Der setzt sich nur sehr fest. Also ich habe jetzt gerade nochmal so reingestochen. Ging es ohne Probleme. Also dieser Bereich, dieser Mutterbodenbereich, das ist im Prinzip da, wo das Pflanzenwachstum abläuft. Und der ist komplett weich. Ne, der war auch beim Weizen weich, egal welches Saatverfahren. Was wir aber hier sehen können, die Maiswurzel, die hier noch sozusagen für Struktur im Boden sorgt. Und hier die Feinwurzeln, die habe ich jetzt weggemacht. Aber hier die Feinwurzeln, hier seht ihr, hier ist die Gerste unter. Ist der Bereich der Gerste. Und auch hier seht ihr im Prinzip, wie die Gerste hier wächst. Hier so die Bereiche bis hier unten runter. Und was ich auch gefunden habe, hier wie im anderen Video, hier ist noch der Rest vom Striptillband. Hier sieht man so eine dunkle Stelle. Ich hoffe, man sieht das auch im Video. So eine dunkle Stelle. Und da sieht man auch, und da habe ich es auch im letzten Video schon gezeigt, sieht man, hier ist so eine kleine Gerstenwurzel. Die gehen da rein. Die holen sich da die Nährstoffe noch raus. Das heißt, die Restnährstoffe werden super verwertet. Also, das ist der Bereich hier. Das ist im Prinzip der fruchtbare Bereich. Darunter so ziemlich toter Bereich. Und wichtig ist, dass dieser Bereich durchwurzelbar ist. Die Pflanzenwurzel schafft im Prinzip 20 Bar zu durchdringen als Verdichtung. Und das ist im Prinzip, wenn der gelbe Bereich anfängt, habt ihr gesehen, das ist im Prinzip selbst da, wo wir über Jahre eine Fahrgasse mit Control Traffic fahren, sind wir nicht über diese 20 Bar. Das heißt, auch hier können die Wurzeln das ohne Probleme durchdringen. Jetzt fängt das echt an, hier zu sauen. Ja, da habt ihr im Prinzip einmal den Versuch gesehen. Nächste Woche wollte ich jetzt nochmal mit dem Farmlab herkommen und wollte die einzelnen Bereiche, wo wir Striptill und nicht Striptill gemacht haben, beproben, um zu sehen, okay, haben wir noch Unterschiede, haben wir eventuell mehr Reststickstoff. Da, wo Striptill war, würde auf eine höhere Effizienz vom Stickstoff zurückführen oder. Das gucken wir uns einfach an und gucken, ob wir da Rückschlüsse draus ziehen können, was wir da messen. Ganz spannende Sache eigentlich. Und dann sehe ich eigentlich dem Frühjahr sehr positiv entgegen. Also, es sieht sehr gut aus hier. Und ja, viele werden sich jetzt fragen, mit Dünger, wie sieht das aus, Hannes? Ja, Dünger, ich denke, ich werde mit Kass anfangen, Kalkammonsalpeter. Und ich habe eigentlich dieses Jahr das Vorhaben, vielleicht die erste Gabe im Zweiersplit zu fahren, also in zwei Gaben. Das heißt einfach schnell, die Hälfte ist Nitrat, ist schnell verfügbar. Wenn wir früh geben, haben wir aber die Gefahr, dass wir eventuell ganz viel Niederschlag bekommen und das in die Zonen tiefer ein bisschen packen und haben dann eine verzögerte Wirkung, bis die Wurzel erst wieder ein bisschen weiter unten ist und die Wärme auch da ist. Sodass ich mir dieses Jahr gedacht habe, aber das überlege ich mir noch genau, dass ich eventuell die erste Gabe im Zweiersplit fahre. Das heißt, ich gebe 25 Kilogramm Stickstoff relativ früh, zwei Wochen später den Rest der ersten Gabe und dann gucken wir mal und dann müsste eigentlich auch das Gerast sich anfügen. Generell kann man sagen, je mehr man die Düngergaben so ein bisschen splittet und anhand des Bestandes führt, desto nährstoffeffizienter wird man. Weil man so ab BBCH 30 kann man auch wieder mit einem N-Tester arbeiten, können wir auch ein bisschen gucken, wie viel ist noch im Boden, können wir noch was geben, müssen wir noch was geben, müssen wir nichts mehr geben. Das kann man eigentlich so festhalten. Wenn man alles mit einmal hinstreut, dann hat man eigentlich kaum noch irgendwie eine Möglichkeit, irgendwas zu machen, irgendwie zu agieren. Vielleicht zu sagen, nee, das wird schon wieder eine Dürre, wir bremsen runter, wir geben jetzt nichts mehr. Und gerade dieses Jahr, wo wir Stickstoffpreise haben von 2,50 Euro das Kilogramm Stickstoff, weiß jeder Euro baret Geld, Leute, überlegt mal, 1000 Hektar, 10 Euro auf dem Hektar sparen, 10.000 Euro, die wir sparen können, ne? Ja. So viel dazu, das gucken wir uns nächste Woche in den Videos an. Also wir machen das jetzt relativ häufig, vielleicht kurze Videos. Der Grundgedanke ist, dass wir in die AKF eigentlich zu den Einzelkulturen machen. Wenn jetzt zum Beispiel einer sagt,
Da war jetzt leider das Mikrofon alle. Also der Grundgedanke ist, dass die AKFs sortenspezifisch oder artenspezifisch aufgenommen werden. Dass wenn der Zuschauer sich nur über Raps zum Beispiel informieren möchte, kann er sich AKFs nur über Raps ansehen. Das war erstmal der Grundgedanke. Ich sage erstmal wieder vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dann, Leute. Ciao, ciao.